Im folgenden Video geht es um einen MacBook-Ständer für alle gängigen MacBook-Modelle. Und zwar geht es um den Evo aus der Anna Wohlfühlfabrik, in deutscher Handarbeit hergestellt. Das Ganze aus Aluminium gefertigt und der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt es, sowohl im Sitzen als auch im Stehen, es wird es ergonomischer am Arbeitsplatz. Der Hersteller verspricht eine gesündere Körperhaltung durch die Anhebung des Displays, optimale Kühlung des Notebooks durch die offene Auflagefläche, minimales Wippen beim Nutzen der Notebook-Tastatur. Im Karton befindet sich nur der Ständer und ein kleiner Zettel mit einer Produktbeschreibung. Der Stand ist kompatibel mit allen gängigen MacBook-Modellen und macht einen sehr soliden Eindruck. Zwei kleine Gummipuffer verhindern den direkten Kontakt des MacBooks zum Ständer. Und auf der Unterseite befinden sich ebenfalls vier große Gummifüße, die für sicheren Halt auf dem Tisch sorgen. Der Evo ist in erster Linie für die älteren MacBook-Modelle designt, aber auch im Test mit dem MacBook Air schneidet er gar nicht schlecht ab. Die Gummipuffer schützen die Vorderseite des Notebooks und durch die große Aussparung lässt es sich leicht öffnen. Im Vergleich zum M-Stand fällt zuerst der flachere Winkel auf. Als zweites dann die kleinere Ablagemöglichkeit unterhalb des Notebooks. Im Vergleich zum M-Stand. Bei der Handablage zeigt der Evo leichte Schwächen an der Vorderseite. Im Vergleich zum M-Stand, der genügend Platz bietet. Pro ist das schicke Design, die ungehinderte Luftzirkulation auf der Unterseite des Notebooks und die große Aussparung, die es auch ermöglicht, das MacBook Air zu öffnen. Contra ist zum einen der hohe Preis, zum anderen die unbequeme Handauflage bei flachen Notebooks und der geringe Platz unterhalb des Stands. Wir freuen uns über einen Daumen hoch, folgt uns bei Twitter und bei Facebook und entscheidet selbst, welchen Stand ihr euch kauft.